Hallo und herzlich willkommen auf meinem Blog. Hier ist Heike von Stamping & More. Und heute habe ich mal keine Kartenanleitung und auch keine Verpackung für euch, sondern mal wieder eine Home Deko. Und zwar dieses Mal einen Stern, einen Weihnachtsstern oder Schneeflocke, kann man sehen, wie man will. Und die habe ich bei einer YouTuberin gesehen. Ich glaube, das ist eine Engländerin. Woher ich das habe, den Link stelle ich unten rein, da könnt ihr euch das angucken. Und ich habe das mal nachgebastelt und gestern habe ich hier Teamtreffen gehabt und wir haben mit 10 Mädels haben wir diese Schneeflocke alle nachgebastelt und das ist da rausgekommen. Ist eine tolle Idee, deswegen mache ich da mal eben kurz ein Video für euch von, denn das ist wirklich nicht schwer. Ich arbeite mit dem Designerpapier aus der Celebration, weihnachtliche Prints. Ihr könnt jedes Papier nehmen. Hier für diese Schneeflocke habe ich zum Beispiel das aus dem letzten Jahr genommen, das Designerpapier Winterzauber. Also ihr könnt nehmen, was ihr möchtet an Weihnachtspapier. Auch ganz einfaches weißes Papier. Auf jeden Fall habe ich das Papier in 6x6 Inch, das heißt 15,2 x 15,2 cm. Und schneide das jetzt mal eben zu. Ich habe mir ein Blatt geholt. Das packe ich weg. Den Spruch habe ich aus dem Stempelset Schöner Kranz, und zwar Winterzauber. Hier seht ihr das, da ist Winterzauber. Dann die Schneeflocke, muss ich mal eben rüberpacken. Die Schneeflocke ist fertig, schon vorgestanzt, und zwar ist die aus dem das Set, nicht Papier, zauberhafte Flocken. Da sind 24 Stück drin. Das ist ein ganz tolles Set und die sind auch nicht klein und die kann man wirklich super nutzen. Allein hier in der Mitte kann man die wirklich aufkleben, passt genau auf einen der Mönchende und das ist wirklich nicht schlecht. So, wir brauchen unser Schneidbrett, dann brauchen wir das Papier, das hatte ich mal wieder weggepackt und zwar ist das hier das Papier. Das schneiden wir jetzt, weil das ist 6x6 Inch und wir brauchen 12 Stücke davon. Das heißt, diese Sterne sind aus zwei Teile gefertigt. Und deswegen brauchen wir 12 Stück. So, und das heißt, wir nehmen einen halben Inch. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil das ist genau knapp 1,2 cm. Also halben Inch. Wenn ihr diese Schneidbrett habt, habt ihr da absolut kein Problem. Diese ganze Linie ist ein halber Inch. Das heißt, ihr könnt euch genau nach Linie richten und dieses Papier zuschneiden. Weg. So, wir nehmen uns jetzt 6 Stück. Das heißt, wir brauchen für eine Seite 6 Stück. 5, 6. Die anderen packen wir weg. Das weiße Papier brauchen wir für den Spruch. Ja, das sind auch 6. So, und zwar, das ist jetzt die Seite, die zu sehen sein soll. Die obere Seite zeige ich euch. Na, der hängt zusammen. Das ist jetzt die Seite, die hier so oben ist. Da lege ich jetzt das erste Teil andersrum. So gerade vor mich hin. Aber ich muss ja das erste aufkleben. Und somit faltet das in der Mitte. Dann wisst ihr, wo hier die Mitte ist. Und das zweite Stück genauso, auch in der Mitte. Somit weißt du, weil das muss über Kreuz gelegt werden. Hier ist die Mitte, da ist die Mitte und das passt. So, und das heißt, das muss jetzt einmal mit Kleber fixiert werden. Das wird aufgeklebt. So, da ist die Mitte. Ich mache wirklich immer nur einen kleinen Punkt, das reicht völlig. Und da ist die Mitte. Das mache ich jetzt nach Augenmaß. Ich mache das wirklich nicht nach Zentimetermaß, sondern wirklich nach Augenmaß. Kurz anziehen lassen. Ganz wichtig. So, und das zweite Stück, auch wieder die schöne Seite unten, wird hier hintergelegt. Das ist ganz wichtig. Hintergelegt, also von oben runtergeschoben. Auch da wird wieder fixiert. Wie gesagt, ihr braucht nicht viel Kleber.
Es geht jetzt wirklich nur darum, dass ihr das ein bisschen fixiert. So. Ja, das passt oder auch nicht. Man soll nicht so viel dran ruckeln. So, Finger rauf. Dann nehmt ihr jetzt das dritte Stück und das, ganz wichtig, von unten. Das ist wichtig, dass ihr das von unten dagegen ran macht. Also auch wieder. Das wird im Prinzip geflochten, wie so ein Korbflechten. Das seht ihr gleich, wenn ich das die nächsten beiden Teile, die letzten beiden Teile aufklebe. So. Das wieder kurz anziehen lassen. Ist ganz wichtig. So, dann dreht ihr das einmal komplett rum, so dass ihr die drei oben habt. So, und jetzt seht ihr das. Ich weiß nicht, ob das genau rüberkommt. Der ist hier rüber, der ist dahinter gemacht. So, und jetzt fädelt ihr das ein wie so ein Korb. Genau entgegengesetzt. So. Ich denke mal, das sieht man, ne? So, und das müssen wir jetzt auch wieder fixieren. Das heißt, ich halte meinen Finger darauf und klebe den fest und halte ihn kurz wieder fest, dass er anzieht. Und genau dasselbe mache ich hier auch. Ja. Kurz anziehen lassen. Und dann das letzte Stück. Wieder von unten, ganz wichtig, von unten und auch wieder entgegengesetzt. Das heißt, unter, drüber, unter. Und nach oben schieben. So. Das ist ganz wichtig. Wieder nach oben schieben. So. Und auch wieder fixieren. Das ist wirklich ganz wichtig am Anfang, dieses Kleben. Und jetzt müssen wir gleich noch diese beiden Seiten kleben. Die sind ja noch nicht fest. Kann ich euch gleich zeigen. So. Und zwar hier, der ist noch lose. Den klebe ich jetzt auch fest. Und auf der anderen Seite auch. Ja. Und auch wieder festkleben. Jetzt seht ihr, das ist wirklich wie so ein kleiner Korb, sieht das aus. Ja. So. Jetzt geht es weiter, legt ihr euch das so hin, schräg, nicht so, so. Nehmt die beiden äußeren und die werden miteinander verklebt. Und zwar so, dass diese nach außen zeigen. Nicht so rum, das haben wir gestern auch schon gehabt, das ist falsch. Also so rum, dass diese wirklich die Spitzen nach außen zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil andersrum funktioniert es nicht. So, und dafür brauche ich jetzt Klammern zum Fixieren. Die habe ich mir hier ja schon hingelegt. So, drehe wieder, nehme wieder rechts und links und fixiere wieder. Wichtig, wie gesagt, nach außen hin. Huch, der will nicht. So. Das ist eine schöne Schneeflocke, finde ich. Schöne Deko. Drei Stück habe ich schon. Und das ist jetzt der vierte, den ich mache davon. Mittlerweile klappt das schon aus dem FF. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht größer gemacht. Man könnte das eventuell auch größer machen. Mit einem 12x12 Zoll oder Inch Papier. So, und das muss jetzt im Moment trocknen. Ich mache den Kleber mal eben zu. Und zwar habe ich den zweiten hier auch schon fertig. Mach die Klammern ab. Ja. Pack die wieder weg. Und ich nehme jetzt noch mal eben so ein bisschen Band. Das ist unser
Cordel bei Basics im Set. So, ja, nach Augenmaß. In der Zeit, wo das jetzt trocknet, kann ich das alles schon mal zuschneiden. Wir brauchen eine Perle, habe ich. Dann kann ich ja hier noch schon mal eben die Schneeflocke rausmachen, weil das ist ja nur wirklich eine Schneeflocke. Ihr seht, das ist schon vorgestanzt. Wenn ihr die rausnimmt, wirklich vorsichtig sein. Nicht, dass ihr das Teil dann kaputt reißt. Auch das passiert. So. In der Zeit kann das jetzt das zweite trocknen. Dann können wir das gleich zusammenbauen. So, die packen wir schon mal hier hin. Die brauchen wir gleich. Das brauchen wir gleich. Das ist Müll. So. Ich denke mal, das kann ich jetzt rausnehmen. Ach, falsch. Na, okay. Das gehört hier gar nicht rein. Die gehören hier rein. Da, wo die Klammern sind. Ja, gehören hier rein. So, das brauchen wir gleich. So, jetzt haben wir die beiden Teile. Jetzt legen wir den einen wieder gerade hin. Und den anderen versetzt. Das heißt, den legen wir versetzt auf. Zeige ich euch auch gleich warum. Drückt so ein klein bisschen fest und jetzt nehmt ihr das lange und schiebt die durch die Schlaufen. Damit verbinden wir die beiden Teile aneinander. Das seht ihr auch gleich. So. Jetzt sind die verbunden. Da seht ihr das, da seht ihr das. So, und diese Teile hier, diese fixieren wir jetzt mit Kleber. Das, was hier übersteht, das wird nachher abgeschnitten. Da seht ihr das. Das ist dann schräg abgeschnitten. Hier seht ihr das auch. So, jetzt brauchen wir wieder Kleber und fixieren jetzt mal eben diese langen Bänder. Ich weiß nicht, ob das Bänder sind. Wichtig ist, dass ihr nicht zu doll zieht. Weil sonst, oder zu doll drückt, das bauscht denn sonst auf. Und das ist nicht schön. Dann habt ihr nachher ein ganz breites Teil und das wollen wir ja gar nicht. Ich mache immer erstmal die geraden Stellen. Auf der anderen Seite auch. Sehr schön. So, das ist jetzt die ganze Technik. Der Stern als solches ist fertig und kann jetzt eben, da seht ihr das jetzt, ich schneide das jetzt so, wie die Spitze ist, schneide ich das jetzt eben ab. Da ist es auch gar nicht richtig fest, aber ich schneide das schon mal ab. Ich kann es ja festhalten. Wenn es ein bisschen schief ist, das fällt gar nicht auf. Aber ihr seht, das ist wirklich ganz einfach. Ein ganz einfacher Stern, der aber wirklich toll aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ich habe den so noch nirgends gesehen. Ich finde die Idee toll. Kann sein, dass das eine alte Idee ist, die mir noch nie untergekommen ist. Aber ich habe den vor Jahren schon mal gesehen und fand den da schon toll und habe ihn dann aber wirklich aus den Augen verloren. Aber so fand ich, das jetzt wirklich passte mit meinen Teammädels gestern. Das war endlich mal wieder ein tolles Treffen. Waren auch alle geimpft. Und ein paar Mädels waren noch über Zoom dabei. Und das hat echt Spaß gemacht. Freue mich schon auf unsere Weihnachtsfeier. Wenn du da Interesse dran hast, auch zur Weihnachtsfeier kommen möchtest, melde dich einfach an. Komm ins Team, meine Mädels freuen sich und ja, dann darfst du auch dabei sein und wir basteln dann auch wieder schöne Sachen. So, da brauche ich jetzt Dimensionals und zwar die großen. Mal gucken, wo ich die habe. Da sind sie. Und zwar, ihr seht das jetzt ganz genau, wenn ich den auflege, da,
ein bisschen schräg aufgelegt, aber man sieht. Was ich mache, weil das ja nun sehr tief reingeht, ich klebe zwei übereinander, damit ich ein bisschen Höhe habe. Bevor ich dann den zweiten aufgeklebt habe, aber habt ihr gesehen, habe ich die Folie abgemacht. Ne? Das ist schon mal wichtig. So, und jetzt versuche ich den so einigermaßen mittig aufzukleben. So, das ist der eine Stern. Jetzt kommt die andere Seite. So, ihr müsst nur mal gucken, wo ist die glänzende Seite. Es gibt eine glänzende und eine matte Seite. So, Folie abziehen und den zweiten oben drauf. So, das sieht schon mal gut aus. Den nehmen wir jetzt hier so. Ja. Was ich jetzt noch brauche, sind kleine Mini-Dimensionals. Wo habe ich denn die? Die habe ich gar nicht mehr da. Wir haben nur große. Jo, wir haben nur große. Dann schneiden wir den gleich zurecht. Und gut ist. So, wir müssen jetzt noch mal eben das Band brauchen wir. Eine Kugel und den Spruch. Hier machen wir aber erstmal eben den Spruch. Den stempel ich in Blutrot. Den Stempel habe ich ja schon aufgezogen. Da stempeln wir jetzt mal eben. Ich finde, der passt da super zu. Ja, ein bisschen geschmiert, aber das ist nicht schlimm. Und dazu nehme ich dann das klassische Etikett und stanze sie aus. Nach Möglichkeit gerade und so ein bisschen mittig. Was ja immer nicht ganz so einfach ist. Ein bisschen schief. So, das ist nicht so einfach. Schmeckt ihr das? Das soll ja auch ein bisschen gerade sein. Naja, gut, nehmen wir es so. So, das waren die. Und die mache ich jetzt auch. Die kommen auch mit Dimensionals drauf. Wie gesagt, da hatte ich eigentlich Mini-Dimensionals schwarze. Aber dann nehmen wir jetzt hier die Schneidenwanze zurecht. So, wie wir sie brauchen. Das ist auch okay. Zwei. Eins. Und zwei. So. Den wieder ab. Ich nehme ja dann meinen Pixel zu. Aber so, jetzt muss ich noch mal eben gucken, wo will ich denn jetzt dieses Loch drin haben? Ja. Das ist gar nicht so einfach, weil ich schief geschnitten gemacht habe. Ja, machen wir es. So, nehmen wir den so. Einfach aufkleben. Und die andere Seite dann auch. Das um, das heißt so rum. Das Schöne ist, ihr könnt hier reingreifen und dann könnt ihr das festkleben. So, das war jetzt das. Was ihr jetzt braucht, ist eine Stanze. Ich habe noch die alte Handstanze von Stamping Up, die ich dafür nutze. Ihr könnt die Quapedal oder eine andere nehmen. 3 mm ungefähr ist das Loch an Durchmesser. Einfach rein. Das Band dazu. Das habe ich jetzt wirklich nach Auge gemacht. Das haben wir schon lang gemacht, aber es macht nichts. So, was ich mache, ich brauche eine Nadel zum Fädeln. Ich krieg die Kugel nie so durch. So, mal eben gucken, ob ich überhaupt jetzt den Garn da durchkriege. Ja, vielleicht beim ersten Mal. So, nehmen wir die Kugel noch mal eben. So, die Nadel da wieder rein. Und ihr seht, das war's. Das ist jetzt meine Schneeflocke. Den Müll mal in der Seite packen. So, das war jetzt meine Idee für heute. Wie gesagt, Home Deko, das ist die. Dann habe ich hier noch mal einen Babyblau.
Und dann haben wir hier nochmal ein anderes Papier. Also, ich habe jetzt 4 Stück fertig. Ich hoffe, du hast Spaß beim Nachbasteln. Oder ihr, sagen wir es mal so. Und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Das wisst ihr. Abonniert meinen Kanal. Somit würdet ihr mal alle neuen Videos sofort eine Info bekommen. Aktiviert die Glocke. Dann geht das noch schneller. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Seid kreativ, bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss aus Bremerhaven.